Meine Erinnerung an die Jugend unter der NS-Herrschaft, den Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Geschrieben von Heinrich H. aus Köln, Anfang 1950. Teil 3. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde jedoch tatsächlich eine Lok vorgesetzt und der Zug ruckte an. In diesem Moment sprang eine Unzahl bis an die Zähne bewaffneter Soldaten auf unseren Wagen auf, um mit uns nach Westen zu fahren. Sie gaben an, Begleitpersonal zu sein. Der Zug war noch keine 20 Minuten unterwegs, als er stehen blieb. Das Begleitpersonal verschwand spurlos. Langsam sickerte durch, dass vor uns das Gleis gesprengt war. Alles, was laufen konnte, machte sich daraufhin auf den Weg, um zu Fuß das Weite zu suchen. Ich unternahm auch einen Versuch. Es war aber zwecklos. Der Schmerz schoss sofort in mir hoch und ich war noch nicht ganz aus dem Bett raus, als ich schon zusammenbrach. Einer von den beiden Sannis, die bei uns ausgehalten haben, schafften mich wieder ins Bett zurück. Die Stimmung unter den Zurückgebliebenen war sehr gedrückt. Würde der Russe mit uns kurzen Prozess machen und uns an die Wand stellen, oder würden wir mit dem Leben davonkommen? Diese eine große Frage bedrückte alle. Einer wusste es ganz genau. Er erzählte den ganzen Tag, dass wir mit unserem Leben abschließen könnten. Alles fluchte und betete durcheinander. Mehrere weinten und jammerten die ganze Zeit über. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Dies waren die schwersten Stunden und die schwerste Nervenprobe meines Lebens. Es ist furchtbar, wenn man sich nicht helfen kann und untätig seinem ungewissen Schicksal entgegensehen muss. Ich für meinen Teil war davon überzeugt, dass der Russe uns nach Möglichkeit ausheilen und uns zur Arbeit heranziehen würde. Ich hätte aber doch trotzdem alles hergegeben, um nur aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen. Am 19. Januar gab es pro Mann nochmal 2 Tafeln Schokolade aus dem Bestand des Lazarettzuges. Es war das letzte Gute für lange Jahre. Was nun folgte, war eine lange Zeit der Prüfung und Entbehrung. Hier gab sich jeder so, wie er war, ob nun Direktor, Arbeiter oder Gelehrter. Es zeigte sich, ob man sich beherrschen konnte oder wie ein Tier die ureigenen Instinkte wach werden ließ. Und doch entbehrte sich diese harte Zeit auch manchmal nicht der Komik, die die Männer trotz alledem noch zum Lachen brachten. Es war nicht mehr das fröhliche Lachen wie früher. Dazu hatte ihnen das Leben zu sehr mitgespielt. Es war mehr ein grimmiges Lachen, das so klang, als wenn Stahl gehämmert würde. Diese Männer saßen jetzt hier im Lazarettzug und warteten hilflos auf ihr kommendes Schicksal. Am 19. Januar ereignete sich noch nichts. Erst am kommenden Tag, morgens gegen 9 Uhr, kam einer von der polnischen Miliz und sammelte die Waffen ein, soweit überhaupt noch welche vorhanden waren. 10 Minuten später sahen wir den ersten Russen. Es war ein Kapitän, also Hauptmann. Er öffnete die Tür und trat zu uns herein. Beide Hände hatte er in den Manteltaschen vergraben und die Pistole unter den Arm geklemmt. Sein erstes Wort war "Urch jest". Wir sahen uns verständnislos an. Russisch verstand keiner von uns. Erst als er uns seinen linken Arm mit mehreren Uhren zeigte, ging uns ein Licht auf. In unserem Waggon hatte er auch Glück, sodass er mehrere Uhren zusammenbekam. Nachdem er die Uhren eingesteckt hatte, verteilte er ein paar Zigaretten und scherzte mit uns. Wir hatten mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Weitere 10 Tage verbrachten wir in dem Lazarettzug. In dieser Zeit wurden wir restlos ausgeplündert. Von Zeit zu Zeit fuhren wir ein Stück und wurden dann den Rest des Tages irgendwo auf einem Abstellgleis abgestellt. Betreuung gab es nicht. Nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Medizin. Ein Kamerad, der einen Kopfschuss erlitten hatte, holte ab und zu an einmal Schnee herein, sodass wir wenigstens etwas zu trinken hatten. Den schlimmsten Tag verbrachten wir im Bahnhof von Kutno. Dort kamen Flintenweiber zu uns herein. Sie nahmen uns das Letzte weg, was wir besaßen. Sogar vor den Decken machten sie nicht Halt. Ich riss in letzter Minute noch schnell unbemerkt ein riesiges Loch
in meine schlechteste Decke und konnte sie so vorerst behalten. Diese Decke war am Kampf gegen die russische Kälte Gold wert, da wir in den unbeheizten Waggons zumindest nur in Unterwäsche bekleidet lagen und jämmerlich froren. Es kamen auch immer wieder gemeine Strolche, zumeist Polen, zu uns durch. Sie bespuckten uns und schlugen auf uns ein oder auf unsere Verwundungen. Einer von ihnen lief herum und schlug der Reihe nach jedem mit einem Holzhammer auf den Kopf. Ein anderer, 12- oder 13-jähriger Lümmel, schoss mit einer Pistole mehreren Kameraden ins Geschlechtsteil. Was wir zur damaligen Zeit nicht wussten, war, dass zu diesem Zeitpunkt die ersten Konzentrationslager von russischen Truppen befreit worden waren. Die Bevölkerung ließ ihre Wut über die Zustände dort an uns aus. Die meisten von uns, ich gehöre dazu, wussten nicht, was dort geschehen war. Dass Juden und andere der nationalsozialistischen Missliebigen dort zusammengetrieben worden waren, war bekannt und wurde überwiegend als unmenschlich und abscheulich verurteilt. Dass dort systematisch gemordet wurde, wussten jedoch nur wenige und die schwiegen darüber. Als wir im Gefangenenlager später die Wahrheit erfuhren, habe ich mich geschämt, ein Deutscher zu sein. In den folgenden Tagen wurden alle Polen und Hiwis, die die Milizen zwischen uns im Zug entdeckten, an die Wand gestellt und erschossen. Während der 10 Tage, die wir noch im Lazarettzug verbrachten, starben ungefähr die Hälfte der Verwundeten. Von den Umständen ihres Todes werden die Angehörigen niemals etwas erfahren haben. Genauso wenig von denjenigen, die noch in den kommenden Wochen und Monaten gestorben sind. Die ersten Tage legten wir die Leichen einfach neben das Gleis. Am 5. oder 6. Tag bekamen wir russisches Zugbegleitpersonal, welches uns verbot, die Toten einfach liegen zu lassen. So mussten wir sie auf den Plattformen über den Puffern unserer Waggons aufstapeln. Es war nur gut für uns, dass zu dieser Zeit eine grimmige Kälte herrschte. So gefroren die Leichen wenigstens sofort und der Verwesungsgeruch belästigte uns nicht auch noch. Über die ganze Zeit im Zug hatte ich hohes Fieber und meine Verletzungen entzündeten sich. Es gab keine Medikamente, um das Fieber zu dämpfen oder die Verletzung richtig zu verbinden. Am 29. Januar erreichten wir abends Sienitswe, um am nächsten Morgen in ein Lazarett überführt zu werden. Dabei schmissen sie uns mit Schwung einfach kreuz und quer auf ein ZIS, also ein russischer LKW, und fuhren uns weg. Mitnehmen durften wir nichts. Keine Decke, kein Laken, überhaupt nichts. Nur das, was wir am Leibe trugen, und das war sehr wenig. Die CIS fuhren uns zu einem ehemaligen Schulgebäude, wo wir zunächst einmal gründlich gefilzt wurden. Mir gelang es trotzdem, die zerrissene Decke, eine Kombizange und eine Schere durchzuschmuggeln. Es waren die einzigen Werkzeuge, die wir in den ersten Monaten zur Verfügung hatten. Zunächst schmissen sie uns mit 95 Mann in einen Schulsaal auf den verdreckten blanken Boden. Die Fensterscheiben waren fast restlos zertrümmert und Brennmaterial, um die Öfen zu heizen, war keins vorhanden. Großzügigerweise bekam jeder von uns einen Papiersack. Der sollte als Schlafsack dienen. Die ersten 3 Tage gab es offiziell noch keine Verpflegung. Genauso, wie es sie auch während der 10 Tage im Lazarettzug nicht gegeben hatte. Doch am 2. Tag brachten uns katholische Ordensschwestern, die gegenüber der Schule ein Krankenhaus betreuten, einige Eimer Graupensuppe. Es war das erste Essen nach 14 Tagen. Da wir kein Geschirr hatten, säuberten wir Konservendosen, die wir als Essgeschirr benutzten. Am 3. Tag im Lazarett gab es dann endlich die erste offizielle Verpflegung. Für den ganzen Saal 3 Büchsen Schweinefleisch, für jeden 600 Gramm Brot, 5 Gramm Machorka, also Tabak, und 17 Gramm Zucker. Die Hälfte von meinem Brot gab ich für eine Flasche Wasser weg. 3 Tage später ging ich erstmalig aus dem Schulsaal heraus, wobei gehen nicht der richtige Ausdruck ist. Vielmehr kroch ich auf allen Vieren zum Abort. Dort begegnete ich Walter B. Er erzählte mir, dass Arthur W. auch dort sei. Sie zogen daraufhin beide zu mir in den Saal. Zu dritt ließ sich alles viel leichter ertragen. Eine gute Kameradschaft ist mehr wert als alles Geld der Welt. Das habe ich während der Zeit in Gefangenschaft oft genug erfahren. Jede Nacht starben aus unserem Saal ungefähr 5 bis 8 Mann.
unser Obersanitäter, ein Deutsch-Jugoslawe, der uns alle lieber tot als lebendig gesehen hätte, weckte uns jeden Morgen mit den Worten: Alles aufstehen, wie viele Tote sind heute da? Ein paar Jahre später hat er aber seine verdiente Strafe bekommen. Er hat sich selber das Genick gebrochen. Nach einer Woche hatten sie uns so von 95 Mann auf 45 Mann reduziert. Die meisten starben dabei aufgrund von Blutvergiftung und nicht vorhandener medizinischer Versorgung. Dadurch hatten wir jetzt wenigstens genug Platz zum Liegen. Mit der Zeit fingen die Zustände an, sich zu bessern. Es wurden neue Fensterscheiben eingesetzt und die Öfen wurden geheizt. Nach der ersten Woche begann die ärztliche Betreuung. Der russische Chefarzt ging zu jedem Verwundeten und begutachtete die Verletzungen. Die Schwerstverwundeten wurden von ihm bezeichnet und erhielten im Anschluss eine Spritze, die sie ins Jenseits beförderte. Neben mir lag ein Kamerad mit einer Bauchverletzung. Er hielt ebenfalls eine Spritze und wurde weggeschafft. Nach einiger Zeit kam er auf Händen und Knien zurückgekrochen. Er jammerte und flehte: Ich will nicht sterben! Daraufhin bekam er eine zweite Spritze. Diesmal kam er nicht zurück. Die übrig gebliebenen Schwerverwundeten wurden dann alle zwei und die Leichtverwundeten alle 5 Tage frisch verbunden. Splitter wurden allerdings keine entfernt. Deshalb behielt ich meine auch noch etwas länger. Ein Kamerad lief wochenlang mit einem abgebundenen Arm herum. Er konnte nicht operiert werden, da keine Operationsgeräte vorhanden waren. Als die Geräte endlich eintrafen, gab es aber immer noch keine Betäubungsmittel. Er bekam bei klarem Verstand 2-mal den Arm abgesägt. Zunächst den Unterarm und einen Tag später den Oberarm. In der Nacht darauf verstarb er an Gasbrand. Eines Tages unternahmen 3 Leichtverwundete einen Fluchtversuch. Unser Wachpersonal, also die polnische Miliz, verfolgte die Männer mit Spürhunden. 2 der Männer wurden direkt auf der Flucht erschossen. Den 3. brachten sie zu uns zurück und erschossen ihn vor unseren Augen auf dem Schulhof. Dies sollte der Abschreckung dienen. Ende Februar, Anfang März 1945. Ende Februar mussten wir die Schule räumen. Wir marschierten zu der 2 Kilometer entfernt liegenden ehemaligen Armeewaffenschule. Niemand hatte dabei Fußbekleidung. Ich besaß Gott sei Dank noch mein Laken, welches ich aus dem Lazarettzug herausgeschmuggelt hatte. Dieses teilte ich in 2 Hälften und wickelte es um meine Füße. Laufen konnte ich glücklicherweise inzwischen wieder ganz gut. In der Armeewaffenschule bekamen wir fast täglich Zuzug, hauptsächlich aus Litzmannstadt. In den ersten Tagen mussten wir uns gegenseitig die Haare abschneiden. Das war ein Anblick. Alle hatten wunderbare Stufenschnitte. Es war zum Heulen. Mitte März 1945. Mitte März wurden wir dann in einen Güterzug verladen. Unterwegs mussten wir noch auf Breitspur umsteigen, da die russischen Gleise bis an die Weichsel gingen. Unser Ziel war Brest-Litowsk, das wir am 21. März auf Frühlingsanfang erreichten. Diejenigen von uns, die laufen konnten, marschierten zu Fuß los. Auf der Pukchirskaja, der Hauptverkehrsstraße von Brest, wurden diese Kameraden von einem Filmberichter gefilmt. Das müssen schöne Aufnahmen geworden sein. Alle hatten sich wochenlang nicht mehr rasiert und Fußbekleidung hatte auch niemand. Die einen liefen in Lazarettanzügen, die anderen in Hemd und Unterhose, wieder andere in Zivil. Viele hatten auch einen Arm in der Binde oder gingen an Stöcken. Ich bin mir sicher, dass der Filmberichter für diese Schnappschüsse einen Stalinpreis bekommen hat. Da ich als Hilfssanitäter in einem Waggon eingeteilt war, brauchte ich zum Glück nicht zu laufen und mir blieb die Schmach erspart. So fuhr ich mit den Schwerverwundeten zusammen im Omnibus zum Mongolen-Lazarett. Es hatte seinen Namen von dem Kommandanten, der ein Mongole war. Hier blieb ich nur eine Woche. Dann wurde ich von Walter und Arthur getrennt und kam ins Blaue Lazarett, welches ein Genesungslazarett sein sollte. Wir kampierten dort in großen, zerfetzten Zelten. Unsere Genesung bestand darin, dass wir arbeiten mussten. Vorzugsweise verluden wir Geschütze. Eines schönen Tages erlaubten sich die Russen einen besonderen Witz mit uns. Es wurden dicke Bohlen gebraucht. Da unsere Pritschen aus solchen bestanden,
war es am naheliegendsten, diese bei uns zu holen. Großzügigerweise nahmen sie uns unseren Schlafplatz nicht ganz weg, sondern entfernten nur jedes zweite Brett. So hatten wir nur noch 4 Bretter, eines am Kopf, eines an den Füßen und 2 dazwischen verteilt. An Schlafen war so nicht zu denken. Auf dem Boden konnte man nicht liegen, da dort mehrere Zentimeter hoch das Wasser stand und man über Steine balancieren musste, um zu seinem Schlafplatz zu gelangen. Meine Bettwäsche bestand dabei aus dem Papiersack von Skernitwice, der inzwischen aufgerissen war und nur noch als Unterlage verwendet werden konnte. Zugedeckt habe ich mich mit meinem Drillichrock. Sonst hatte ich nichts mehr. Kein Mantel, keine Decke, überhaupt nichts außer meinem Drillichrock, einer Unterhose, einem abgetragenen russischen Hemd, einer abgetragenen russischen Hose und ein paar Holzschuhe, die ich inzwischen empfangen hatte. Obwohl meine Wunden noch lange nicht verheilt waren, meldete ich mich bei der nächsten Kommissionierung, das heißt Gesundheitsprüfung, gesund, um aus dieser Hölle wegzukommen. Doch ich kam vom Regen in die Traufe. April bis Mai 1945. Am 28. April kam ich im Moskauer Lager an. Den Namen hatte es, weil es an der Moskauer Straße in Brest-Litowsk lag. Die Gefangenenlager waren im Prinzip alle gleich. Es gab einen mit Stacheldraht eingefassten inneren Bereich, in dem die Kriegsgefangenen untergebracht waren. In einem ebenfalls von Stacheldraht umgebenen äußeren Bereich befand sich die Garnison, also das Wachpersonal, und Werkstätten, in denen Gefangene arbeiteten. Neben dieser kleinen privilegierten Gruppe Handwerker wurde das Gros der Gefangenen außerhalb zur Arbeit eingesetzt. Unsere Arbeitsstelle war der Bahnhof von Brest-Litowsk. Alle Güter mussten hier von Normalspur auf russische Spur oder umgekehrt verladen werden. In der Hauptsache wurde Kohle umgeladen. So ging ich ab dem 1. Mai auf Kohlekommando. Es war eine furchtbare Arbeit. Vom Lager zum Bahnhof marschierten wir in Blocks von je 500 Gefangenen. Auf beiden Seiten gingen russische Wachposten. Ein Verlassen der Kolonne war verboten. In der Mitte des Marschblocks blieb immer eine Gasse frei für die, die an Durchfall erkrankten. Diese liefen, die Hose mit der Hand haltend, durch die Gasse nach vorn und verrichteten dort ihr Bedürfnis. Inzwischen waren die Letzten aus der Kolonne herangekommen. Die Hose wurde hochgezogen und das Laufen nach vorne begann von neuem. Auch die Arbeit an sich war furchtbar. Dauernd waren Russen mit Stahlruten und Reitpeitschen hinter uns, um uns anzutreiben. Diese sehr schwere Arbeit bei miserabler Verpflegung schwächte uns sehr. Die Verpflegung war während der ganzen Zeit der Gefangenschaft gleich. Morgens gab es eine Konservendose Wassersuppe und eine Scheibe Brot. Mittags gab es wieder eine Konservendose Wassersuppe und einen Esslöffel Kascha. Kascha war ein Brei, entweder aus Kartoffeln, Hirse oder aus Mehl. Abends gab es wieder eine Konservendose Wassersuppe und eine Scheibe Brot. Dies führte dazu, dass wir völlig entkräftet waren. Als wäre das und die Russen nicht schon schlimm genug gewesen, hatten wir einen deutschen Lagerkommandanten, Preller aus Leipzig, der mit seinen Unterführern am schlimmsten antrieb. Juli 1945. So kam es, wie es kommen musste. Anfang Juli war ich erledigt. Ich wog noch 46 Kilo bei 1,78 Meter Körpergröße und kam mit Enteritis, also Durchfall, und Dystrophie, also Abmagerung, ins Lazarett im Hauptlager. Diese Zeit prägte sich bei mir tief ein, wodurch ich meine Haupterinnerungen an meine 5 Jahre dauernde Gefangenschaft heute mit Hunger, Kälte, Heimweh und schwerster körperlicher Knochenarbeit zusammenfassen würde. Hinzu kommen die Erinnerungen an die alle 4 Wochen stattfindenden Kommissionierungen. Kommissionierung heißt dabei Überprüfung der Arbeitsfähigkeit. Es war immer das gleiche Ritual. Zunächst war Waschen angesagt, anschließend wurden sämtliche Haare entfernt. Man stand dabei in Reihe und Glied vor der Friseurstube und seifte sich ein. Die wenigen vorhandenen Rasierpinsel gingen von Hand zu Hand. Die Prozedur begünstigte die Ansteckungsgefahr von Hauterkrankungen wie beispielsweise die Bartflechte.
Behandelt wurde diese Hautkrankheit mit einer grünen Tinktur. Man lief dann wochenlang unrasiert mit dieser grünen Farbe im Gesicht herum. Das Rasieren der Körperbehaarung war unangenehm und schmerzhaft, besonders in den Achselhöhlen und am Geschlechtsteil. Die Friseure behandeln uns mit Rasiermessern. Und das meist ruppig und wenig gefühlvoll. Nachdem die Prozedur überstanden waren, trat man einzeln vor eine russische Ärztekommission. Man wurde in Arbeitsgruppen eingeteilt. Gruppe 1 musste 100% Arbeitszoll erfüllen, Gruppe 2 80% und Gruppe 3 60%. Wer gesundheitlich noch schlechter gestellt war, brauchte nicht zu arbeiten. Unangenehm waren die Zählappelle. Jeden Morgen und jeden Abend mussten wir auf dem Lagerplatz antreten und diese Prozedur über uns ergehen lassen. Es dauerte meistens eine gute Stunde, da das Zählen auf Anhieb nie klappte. Am 18. Juli, also genau ein halbes Jahr nach meiner Verwundung, operierte mir ein deutscher Lagerarzt einige Granatsplitter aus dem Gesäß heraus. Diese Operation wurde ohne Betäubung durchgeführt. Jetzt heilte die Wunde endlich zu. Die nächsten Monate wanderte ich immer zwischen dem Moskauer Lager und dem Hauptlager hin und her. August 1945. Im August traf ich im Hauptlager Walter B. und Arthur W. wieder. Die Freude war natürlich sehr groß, aber nur von kurzer Dauer. November 1945. Am 1. November war ich im Moskauer Lager und hatte keine Lust, zur Arbeit zu gehen. So ging ich zum Arzt und erklärte, dass mich ein Splitter im Gesäß beim Laufen hindere. Der Arzt bestellte mich am nächsten Tag zur Operation und schrieb mich krank. Am nächsten Tag war jedoch der Apparat, worin die Geräte sterilisiert werden, nicht in Ordnung, und so bestellte er mich für den Folgetag erneut ein. Aber auch am darauffolgenden Tag war dasselbe los. Am 3. November klappte es endlich mit meiner Operation. Er entfernte mir den Splitter, diesmal unter örtlicher Betäubung, und schrieb mich noch für weitere 3 Tage krank. Am Nachmittag des gleichen Tages war Heimfahrerkommissionierung. Ich war bei den Glücklichen und kam weg zum Hauptlager. Dort fuhr der Transport ohne mich ab, da ich als noch zu fett befunden wurde. Dezember 1945. Bis zum 10. Dezember hielt ich dann die Stellung in der OK. Dann wurde ich mit Ruhe ins Hospital eingeliefert. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag wurde das Lager aufgelöst und das Hospital blieb zurück. Am Heiligen Abend nahm ich für mehrere Jahre Abschied von Walter und Arthur. Sie wurden abgestellt, während ich zurückblieb. 1946. Januar 46. Vom 3. bis 23. Januar 46 war ich wieder in der OK. Ich hatte es erstmalig etwas besser in Bezug auf die Verpflegung. Bei der darauffolgenden Untersuchung wurde ich in die Arbeitsgruppe 3 eingeteilt und kam zum Mai-Lager. 10 Tage später sollte ich wieder heimfahren. So kam ich erneut zurück ins Hauptlager und stand von abends 23 Uhr bis morgens um 4 Uhr in der grimmigen Februarkälte vor der Entlausungsstation. Erst nachdem wir entlaust waren, durften wir die Baracken betreten. Mit der Heimfahrt wurde es jedoch wieder nichts. Februar 1946. Am 10. Februar sollte ich mit der OK zum Judenfriedhof gehen, um Grabsteine zu holen, womit der Appellplatz im Lager gepflastert werden sollte. Vor dem Tore ließ ich mich zusammenfallen, da ich keine Lust dazu hatte. Man schaffte mich zur Ambulanz. Zu meinem größten Erstaunen hatte ich 39,2 Grad Temperatur. So zog ich mit einer fieberhaften Enteritis ins Lazarett ein. Dort hielt ich mich einen Monat auf. März bis Mai 46. Im April 46 war ich schon 1 Jahr und 3 Monate in russischer Kriegsgefangenschaft. Wir wurden jetzt erstmalig registriert. Von denen, die vor diesem Termin verstorben sind, und es waren sehr, sehr viele, wird niemals jemand etwas erfahren. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch erstmalig nach Hause schreiben. Bis Mai arbeitete ich dann in der Küche. Am Freitag vor Pfingsten wurde ich in die Gegend von Malorita auf Waldkommando abgestellt. Es war mein erstes annehmbares Kommando in der Gefangenschaft. Da wir nur 12 Mann waren, entfielen die lästigen Zählappelle morgens und abends.
Wir mussten Bäume fällen. Die Arbeit war schwer, aber im Gegensatz zu den bisherigen Einsätzen angenehm. Wir lebten dabei hauptsächlich von Schwarzarbeit bei den Bauern und von nächtlichen Streifzügen. Mein ganzer Besitz zu dieser Zeit war eine Konservendose, die ich als Essgeschirr benutzte, und ein eiserner Löffel. November 46. Am 21. November, nach fast 2 Jahren Kriegsgefangenschaft, erhielt ich die erste Post von zu Hause. Unsere Familie war zwar in Köln ausgebombt, aber alle hatten den Krieg lebend überstanden. Mein Zwillingsbruder war schon seit März 46 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück. Dezember 46. Bei der Arbeit im Wald erlitt ich Erfrierung an den Füßen. Da das Wetter im Dezember immer schlechter wurde, meldete ich mich krank. Am heiligen Abend wurde ich zurück ins Gefangenenlazarett im Hauptlager in Brest-Litowsk verbracht. Der Transport erfolgte auf einem Lastkraftwagen. Ich saß oben auf der offenen Ladefläche auf dem geladenen Holz. Vor der Abfahrt schnitt ich mir mit viel Mühe mit einem Löffel ein winziges Tannenbäumchen ab, um es mit ins Lazarett zu nehmen. Auf der 100 Kilometer langen Fahrt fuhr ich trotz Wetterjacke erbärmlich. Am Lagertor nahm mir das russische Wachpersonal dann mein Tannenbäumchen weg. Doch es gab auch etwas Erfreuliches. Im Lager warteten 2 Karten von zu Hause auf mich. Nach 8 Monaten hatte ich jetzt erstmalig die Gelegenheit, nach Hause zu schreiben. Außerdem empfing ich eine Wolldecke und einen Strohsack. Das waren Sachen, die ich mir schon längst abgewöhnt hatte und ich kaum noch wusste, dass es sie überhaupt gab. Generell wurde das Leben im Gefangenenlager allmählich erträglicher. Wir schliefen nicht mehr auf dem Boden, sondern auf Holzpritschen, die wir mit den Strohsäcken polstern konnten. Es gab sogar Bettwäsche. Am ersten Weihnachtstag musste ich dann raus zur Arbeit auf Pogus Kontora, also Umladearbeiten, zum Munition umladen. Das war eine vortreffliche Weihnachtsbeschäftigung. Leider wurde mir im Laufe des Tages mein Tagebuch und mein russisches Kochgeschirr gestohlen. Am zweiten Feiertag war es schon besser. Wir kamen an Zucker- und Damenkleider. Das waren sehr begehrte Artikel. In den nächsten Tagen ging es dieser Art weiter. Hauptsächlich gab es Zucker, Tabak und alle paar Tage einmal Kohle umladen. Unglücklicherweise wurde mit der Zeit meine Erfrierung, die ich mir noch auf dem Waldkommando zugezogen hatte, immer schlimmer. Da es doch jeden Tag Zucker auf dem Bahnhof abzugreifen gab, ging ich so lange zur Arbeit raus, bis es tatsächlich nicht mehr ging.